Servus, Grüezi und einen wunderschönen guten Morgen von unserem Messestand hier aus Hannover. Wir möchten Sie ganz herzlich zu Beckhoff Live und Interactive wieder zurückwillkommen heißen. Im letzten November haben wir Beckhoff Live und Interactive ein bisschen aus der Not heraus erfunden. Die SPS-Messe in Nürnberg war angesagt und ist dann kurz vorher storniert worden. Und wir haben gesagt, wohin mit all den schönen, tollen Exponaten, haben einen Messestand bei uns in der eigenen Produktionshalle aufgebaut, das Ganze abgefilmt und ausgestrahlt. Das Ganze ist so gut angekommen, dass wir uns gedacht haben, Mensch, jetzt sind zwar dieses Jahr wieder richtige Messen, aber dieses Format wollen wir beibehalten, denn wir wissen, es kommt vielleicht nicht jeder zur Messe und manchmal gibt es auch ein großes Bedürfnis, sich einfach alles kompakt anzugucken. Deswegen gibt es diese Woche wieder 4x30 Minuten mit 6 bis 8 Experten zu ganz vielen tollen technologischen Highlights. Aber eine Sache ist nicht ganz richtig von wegen live, denn wenn Sie mal genau gucken, hier bei uns ist es jetzt Sonntag 19.33 Uhr. Also was reden die beiden da zum Thema live? Also es hat einen guten Grund, denn wenn Sie schon gucken, sieht es hier ja ein bisschen anders aus, als man sich das vorstellen kann. Denn jetzt heute Morgen, Montag 8.30 Uhr, wenn Sie uns zuschauen, dauert es noch knapp 2 Stunden. Und da kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der portugiesische Premierminister Antonio Costa zu uns auf den Stand. Und darum haben wir alles heute am Sonntag schon versammelt und machen jetzt 30 Minuten wie live. Wie kommt man in Kontakt mit uns? Ja, man kommt in Kontakt mit uns, wie man das beim letzten Mal auch schon gelernt hat. Man kann sich bei meet@beckhoff.com melden. Die E-Mail-Adresse wird gerade da oder da irgendwo eingeblendet. Oder Sie können einfach eine Frage in den Chat stellen. Und natürlich können Sie auch einfach bei Ihrem lokalen Vertriebsansprechpartner um die Ecke anrufen und mit dem dann darüber sprechen. Noch besser wäre natürlich, Sie kommen hier nach Hannover und besuchen uns. Okay, damit Sie sehen, was Sie verpassen, wenn Sie nicht kommen, fangen wir mit Technik an. Und ich gehe mal los rüber in unser MX-Forum. Denn ganz ehrlich, die mich kennen, die werden wissen, ich habe meine berufliche Laufbahn eigentlich klassisch im Schaltschrankbau angefangen. Zu meiner Zeit hieß das Energieanlagenelektroniker und ich habe Schaltschränke verdrahtet und gebaut. Und mein Kollege Daniel, der will mir und auch Ihnen jetzt erklären, warum wir in Zukunft keine Schaltschränke mehr brauchen, denn wir haben das MX-System. Also was ist das überhaupt? Erstmal habe ich das auch gelernt mit dem Energieelektroniker, da habe ich auch Schaltschränke gebaut, aber jetzt bauen wir so ein bisschen anders. Nicht mehr so, wie wir beiden das noch gemacht haben vor 30 Jahren, so also ungefähr. Ja, kommt ja, hin. Okay. Also ein Schaltschrank baut sich ja bei uns ein bisschen anders jetzt durch das MX-System. Ich zeige es mal kurz auf der Grafik. Wir haben halt eine Grundplatte. Auf die Grundplatte werden Funktionsmodule aufgesteckt. Diese Module verbinden sich über standardisierte Schnittstellen mit der Grundplatte und dadurch ergibt sich ein Systemverbund, der den Schaltschrank absetzt. Also das, was du früher verdrahtet hast von einer Krimszange, Aderenthülse drauf, das machst du nur noch mit Stecken. Okay, jetzt ist das ein Bild und Sie werden sich denken, naja, ein Bild, das kann ja jeder, ne? Aber wir haben es auch live dabei. Also was haben wir am System live dabei? Wir haben ganz viel live dabei. Und wir haben, ja, wenn wir hier mal anfangen, wir gehen gleich die Wand ein bisschen runter. Hier haben wir unsere Grundplatten, die Baseplate, das, was ich gerade vorgestellt habe. Hier sind halt diese Schnittstellen, die standardisierten. Hier oben haben wir eine Schnittstelle für unser Ethernet und für 24 Volt und 48 Volt. Wenn wir in dem größeren System gucken, werden hier unten 400 Volt und 600 Volt verbunden. Und letztendlich ist das dann so ein Funktionsmodul, weist dem das Gleiche auf. Es hat auch wieder diese Schnittstellen und ich stecke es ja mal drauf oder möchtest du es draufstecken? Ja, kann ich auch selber machen. Ich probiere das mal. Also, das ist egal wohin, hast du gesagt? Egal wohin, steckst du ein, wo es dir gefällt. Und so eben hast du gerade einen 2x6 Ampere Servoachsmodul verdrahtet. Okay, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Morgen wollen wir versuchen, ob Olaf Scholz das genauso gut hinbekommt. Also, oder morgen ist falsch, gleich quasi in 2 Stunden. Gleich. Was haben wir noch außer dem Modul? Ja, wir haben auf jeden Fall auch PCs, also dein Metier eigentlich, dein Spezialgebiet. PCs haben wir dabei. Wir haben dann, gehen weiter mit unseren Kopplermodulen. Das heißt, wir wollen auch hier das für nicht MX-PCs anbieten. Das, oder auch eben sogar für ganz andere Steuerungswelten, das MX-System, alle Vorteile. Kommen dann in die ganze Welt von der IOs, also das, was wir immer schon gemacht haben. IOs in verschiedenen Signalvielfalt, die wir haben. Von einfachen digitalen Eingängen bis komplexe Antriebstechnik auf 24 Volt, 48 Volt Basis. All das haben wir auch im MX-System. Mhm. Ja, dann geht es ein bisschen größer. Dann kommen die richtigen Antriebe, die richtige Leistung und Drehmoment am Ende an der Motorwelle haben. Für 600 Volt Antriebe neu jetzt auch mit Backoff-Frequenzumrichtern. Das hat man bislang auch noch nicht. Das ist auch in diesem Portfolio erstmalig. Dazu die entsprechenden DC-Link-Module, auch im Portfolio. Ja. Und dann hast du mir noch gesagt, es gibt ein Lieblingsmodul quasi. Da gucken wir auch noch mal drauf. So aus dem Schaltschrankbau. Genau. Also was haben wir da? Ja, hier ist ganz einfach. Braucht jeder, muss irgendwo der Strom rein. Das Hauptschaltermodul. Das Modul ist ein
sehr kompakte Funktionseinheit, weil wenn man sich das anguckt, hier ist eingebaut ein 24-Volt-Netzteil, für also 24-Volt-DC kommt da raus, mit 400 Volt am Eingang, also der Netzanschluss, der Hauptschalter, die entsprechende Absicherung. Da ist eine Netzfilterfunktionalität drin. Wir haben hier auch die ganze Option der Energiemesstechnik eingebaut. Also wir wissen dann darüber immer, was der Kollege Asion macht. Der Energiemanagement ist alles hier eingebaut, das Modul. Im Schaltschrank eine Fläche von 800 x 800 mm mindestens, was wir hier auf 110 mm bei 240 mm unterbekommen haben. Ja, perfekt. Und wenn wir sagen, es kommt ins System, dann heißt das für uns natürlich auch, mit TwinCat ist alles zu steuern. Und das ist eine tolle Überleitung zu meinem Kollegen Felix, denn der ist im TwinCat-Forum. Wenn Sie eine Messe besuchen, dann geht es ja eigentlich immer darum, dass man sich über Trends informiert. Manche Trends versuchen wir selber zu setzen, wie zum Beispiel die schaltschranklose Maschine mit dem MX-System. Andere Trends sind global und mit denen setzen wir uns natürlich auch auseinander. Ganz heißes Thema im Moment, künstliche Intelligenz, Fabian. Was macht eigentlich die Automatisierungstechnik oder der Maschinenbau mit künstlicher Intelligenz? Naja, also auf der einen Seite nutzen wir es selber, um zum Beispiel, zum Beispiel unser Anti-Cogging zu betreiben für Linearmotoren. Also wir benutzen Machine Learning, um unsere eigenen Produkte zu verbessern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite bieten wir eben auch diese Inferenzeinheit, die wir dazu entwickelt haben, zum Beispiel um das Anti-Cogging zu realisieren, auch unseren Kunden an. Die realisieren wunderbare Applikationen wie Inspektionssysteme für Anomalieerkennung, für Produktionsanlagen, die einfach sehr hochvolumig sind und man in einer bestimmten Zeit, wenn die Ausschlussstation kommt, dann eben die Produkte auszuschleusen. Also softwarebasierte Verbesserungen für Motion-Technologie, ja. Optimierungen bei der Auswertung. Und jetzt habe ich aber mal gelernt, dass in einer Maschine alles immer ganz deterministisch in Echtzeit abzulaufen hat. Wie kriegen wir das denn mit den neuronalen Netzen zum Beispiel hin, dass die so passend ausgerechnet werden? Nun, da haben wir uns im Wesentlichen hingesetzt und haben die Inferenz dieser neuronalen Netze oder auch klassischer Machine Learning-Algorithmen, wie zum Beispiel das Support Vector Machine, IMK Means, als TC-Com-Modul realisiert. Und jetzt können Kunden eben ihre Modelle trainieren, in die Echtzeit reinbringen und sie werden deterministisch in der TwinCat-Umgebung auf unseren Standard-PCs ausgeführt. Für diejenigen, die jetzt riesengroße Netze haben und für Bildverarbeitung zum Beispiel, da haben wir gesagt, okay, wir bieten noch eine weitere Inferenzmaschine an und die können dann auch GPU-beschleunigt ihre Netze aber aus TwinCat heraus eben ausrechnen lassen. Ja, hervorragend. Also, dann bieten wir quasi auch noch spezielle PCs mit einer GPU an, richtig? Wir bieten jetzt spezielle IPCs an und die können mit GPUs ausgerüstet werden, genau. Hervorragend. Bildverarbeitung war schon ein gutes Stichwort, denn Michael steht auch noch hier bereit und kann ein bisschen etwas zum großen TwinCat Vision Baukasten sagen. Michael, was gibt es denn da so für Neuigkeiten aus dem Bereich? Ja, also das nächste Release haben wir für Anfang Q3 geplant. Enthält natürlich wieder viele Optimierungen, Verbesserungen der Usability und andere neue Bildverarbeitungsfunktionen. Darüber hinaus stellt es aber auch die Basis für weitere Neuheiten dar, die wir dann in der Folge erstmal als Beta-Version rausbringen. Das wäre zum Beispiel die Programmierung in C++, die wir ja schon länger mal angekündigt haben. Da stellen wir einen Header bereit, den man einbinden kann und kann dann quasi vollständig in C++ programmieren und braucht sozusagen gar keine PLC mehr zwingend. Des Weiteren ist es dann eine neue Funktion für OCR, also bedeutet Optical Character Recognition. Damit kann man dann einzelne Zeichen zum Beispiel von einem Bild erkennen und ja, ein MHD prüfen oder lesen und validieren. Das wird erstmal sozusagen nur für Zahlen funktionieren, aber da werden wir dann im Laufe weitere Modelle rausbringen und die Zeichenerkennung dann weiter verbessern. Also grundsätzlich kann man sagen, auch dem Hochsprachenprogrammierer wird die Bildverarbeitung in TwinCat in der SPS zugänglich oder ermöglicht und darüber hinaus gibt es noch viele weitere Features. So viel zu der Engineering-Seite, aber wie sieht es denn mit dem Interface für die Nutzer aus? Können wir da auch noch ein paar tolle neue Features anbieten? Ja, da haben wir geplant, diese Woche noch das HMI-Control oder das Vision HMI-Control-Release rauszubringen. Das beinhaltet im Wesentlichen erstmal ein Color-Control zum Anzeigen und Einstellen von Farbwerten und ein Image-Watch-Control, was viele Anzeige- und Bedienmöglichkeiten integriert hat. Also ich kann dort zoomen, ich kann dort verschiedene Shapes ziehen und so zum Beispiel das Ganze für eine AOI nutzen. Okay. Also
können wir unserem Kunden schöne Wege anbieten, mit seiner Vision-Technik zu interagieren. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn es geht also um die Darstellung von irgendwelchen Ergebnissen. Und das ist jetzt nicht in Bezug auf Vision, aber im ganz allgemeinen Sinne eigentlich dein Fachgebiet, nämlich das Thema Dashboard-Generierung und Anzeige von Maschinendaten. Genau, richtig. Mit TwinKit Analytics machen wir halt genau das. Wir haben bisher gezeigt mit unserem One-Click-Dashboard, wie wir sehr einfach aus einer Analytics-Konfiguration ein vollfertiges Web-Dashboard generieren können. Und das ist natürlich dann eine statische Lösung. Ja? Bedeutet, für Änderungen muss ich zurück wieder ins Engineering. Das wollten wir jetzt ein bisschen aufbauen und das zeigen wir hier auf der Messe jetzt einfach, dass wir die neuen Interactive-Funktionen haben, wie man hier auch in dem kleinen Video sehen kann. Dort sieht man schön, dass man die Controls in der Größe verändern kann im Webbrowser. Man kann die Position ändern, man kann Controls einblenden, ausblenden und das individuell für jeden Nutzer. Und das bietet natürlich schöne, viele Möglichkeiten. Man ist wesentlich flexibler und muss halt nicht unbedingt wissen, was im Hintergrund irgendwo in Engineering mal gemacht worden ist. Ja, hervorragend. Also auch die Interaktion mit so einer Technologie wird also immer komfortabler, nähert Absolut. Sich immer mehr der IT, die Richtig. Wir so von zu Hause kennen, an. Jetzt, wenn ich die Daten angezeigt habe und wunderbar mit ihnen interagiere, dann kann ich ja meine Schlüsse daraus ziehen. Aber kann ich eigentlich auch noch mehr damit machen, als sie mir nur selber anzugucken? Ja, die Datenkette ist noch nicht ganz, die Datenverarbeitungskette ist noch nicht ganz fertig. Ja. Man kann also noch danach natürlich die Daten abspeichern, die analysierten Daten. Man kann sie mit vielen verschiedenen Kommunikationsprotokollen, die TwinKit bietet, auch kommunizieren. Man kann aber jetzt auch, und das ist auch neu, zum Beispiel einen PDF-Report generieren. Ja, wir haben in den Produkten TwinKit Scope und TwinKit Analytics die Möglichkeit geschaffen, zum einen manuell Reports zu erzeugen, aber auch automatisiert, meinetwegen mit Triggern oder über SPS-Funktionsbausteine. Und dabei purzeln dann solche Datensammlungen heraus, wo man dann schön zusammengefasst die Daten in Tabellen, in Charts, aber auch andere Möglichkeiten dann darstellen kann. Und das Ganze dann als PDF, HTML, JSON-Datei und optional kann ich mir das auch noch vollautomatisch per E-Mail schicken lassen. Hervorragend. Also die Datenkette wird immer weiter oder wird immer durchgängiger gestrickt und es stehen immer mehr Funktionalitäten zur Verfügung, um sich das alles anzuzeigen und auch entsprechend auszuwerten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn es auf einem performanten PC ausgeführt wird und deswegen steht Roland jetzt mit Heiko hinten bei den Embedded-PCs. Ja, ich bin einmal quer über den Stand zusammen mit Malte, unserem Kameraprofi, und bin jetzt mit Heiko hier im Embedded-PC-Bereich. Und ich möchte gleich mit der Neuheit anfangen, Heiko, denn wir haben einen neuen CX mitgebracht, CX56. Was sind die Kernaussagen, die Kernfeatures von dem neuen CX? Ja, die neue CX56-Serie basiert auf dem sogenannten AMD-R-Serie-CPU. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Core-IU-Serie von Intel. Das heißt, es ist so leistungsmäßig zwischen Intel Atom und eben Core-Prozessoren. Ergänzt bei uns wunderbar das Portfolio, weil wir natürlich nach oben hin den großen Ryzen haben und nach unten hin halt die Atoms. Das heißt, wir positionieren uns leistungsmäßig genau dazwischen, sodass wir dann eine wunderbare Ergänzung für das Portfolio haben. Aufgrund der Bauteilsituation hat sich jetzt die Lieferung etwas verzögert, aber dadurch konnten wir eine schöne Änderung einführen. Und zwar ist es so, dass die integrierten Ethernet-Ports jetzt in der neuen technischen Definition mit 2,5 Gigabit sind. Das heißt, wir nutzen einen neuen Ethernet-Controller mit 2,5 Gigabit, den wir auch schon in dem angekündigten Ansteckmodul nutzen, sodass wir jetzt hier sogar 4 2,5 Gigabit-Schnittstellen haben, sodass man damit auch schöne Kamera-Applikationen realisieren kann. Also im Grunde eine doppelte Neuheit, der neue CX und mehr Gigabit, perfekt. Ich habe eine zweite Neuheit, die hast du einfach nur einen Schritt weiter. Genau. Und zwar im Bereich unserer unterbrechungsfreien Spannungs- und Stromversorgung. Richtig. Also wir haben ja schon seit 2 Jahren jetzt ungefähr diese UPS-Module, die man separat eben getrennt vom PC, vom CX montieren kann, die per entweder der sogenannten OCT-Technologie mit dem PC kommunizieren. Das bedeutet, über die 24 Volt findet auch gleichzeitig die Kommunikation statt, sodass ich eben kein zusätzliches Kabel benötige. Alternativ kann ich es eben auch per USB machen oder eben auch, ich kann die digitale IOs nutzen. Und diese Serie mit den 3 Modulen ergänzen wir jetzt um ein 4. Modul. Und zwar ist es häufig nachgefragt worden, dass wir eben für unsere Atom-basierten, das heißt die ganz kleinen Geräte, die PCs, aber auch die Embedded-PCs, eine kompakte USV brauchen. Ja? Weil die Geräte brauchen nicht so viel Leistung. Das heißt, die können wir auch mit weniger Kapazität und weniger Leistung kommen wir da aus, um die Geräte sicher runterfahren zu können. Und das ist jetzt eben dieses neue CU8110-0060-Modul, was man anschließen kann und was eben 60 Watt liefern kann, was ausreichend ist für diese kleinen Geräte.
ist im Grunde ein einfacher Schluss. Je mehr verschiedene PCs wir haben, umso mehr USV-Systeme brauchen wir. Und da komme ich im Grunde zum Portfolio. Als ich vor über 20 Jahren bei Beckhoff angefangen habe, da gab es die ersten Embedded-PCs. Du bist seit 15 Jahren dabei, hast also die ersten paar Jahre verpasst. Aber es wird höchste Zeit, sich das Portfolio nochmal anzugucken. Und da gehen wir mal rüber und gucken uns das Portfolio mal an. Also, was haben wir hier? Ja, angefangen hat das Ganze ja vor 20 Jahren mit dem sogenannten CX-1000. Den haben wir tatsächlich nicht mehr auf der Wand, weil der ist wirklich schon so alt. Wir haben aber einen direkten Nachfolger, CX-1010. Und ja, vor 20 Jahren, der CX-1000, das war der erste Embedded-PC von Beckhoff. Das bedeutet die erste PC-basierte Steuerung auf der Hutschiene. Wir hatten damals große PCs, ATX-basierte PCs. Wir hatten Controller, Bus-Controller, wenn man so will. Aber wir hatten noch keinen PC. Und das war sozusagen der Startpunkt der Embedded-PC-Serie. Das heißt, wir hatten das erste Mal PC-Technologie auf der Hutschiene, wo wir direkt unsere Busklemmen anschließen konnten. Und das geht ja im Grunde von ganz klein bis ganz groß. Was ist ganz klein? Genau, ganz klein ist der CX-7000. Das ist sozusagen die kleinste Embedded-PC-Steuerung mit einem Cortex-M7, 400 MHz, kompakt direkt mit den digitalen und analogen IOs schon integriert. Jetzt fliegen wir mal hoch. Was ist am Ende der Nahrungskette? Genau, ganz oben haben wir dann eben einen bis zu 12-Kern Xeon-Prozessor auf der Hutschiene. Und ja, das ist das gesamte Leistungsspektrum. Und ich würde mal behaupten, damit haben wir aktuell das größte Leistungsspektrum an Hutschienenbasierten PCs, also die größte Familie. Da hast du bestimmt recht. Alles ist gleich und trotzdem alles neu so ein bisschen. Ich glaube, es gilt auch für die Betriebssysteme. Windows ist natürlich etablierter Partner bei uns. Genau. Und trotzdem ist Trinket BSD jetzt mit dabei. Ein ganz kurzes Update, vielleicht in 2, 3 Sätzen, wie der Status hier ist. Genau, Twinket BSD, wir haben es letztes Jahr ja in Serie gebracht. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich die ersten Kunden, die auch schon Serienmaschinen damit ausliefern. Der Status ist so, dass wir im dritten Quartal jetzt die HMI auch verfügbar haben werden. Das bedeutet, ich kann dann auch lokal auf dem Bildschirm mit einem Fullscreen-Browser mir mein HMI, so wie man das hier sieht, eben anzeigen lassen. Darüber hinaus gibt es den Twinket BSD Hypervisor. Der ist Stand heute sogar schon integriert. Allerdings aktuell kann ich da nur Headless-Betriebssysteme nutzen. Also zum Beispiel, ich kann ein Linux drauf laufen lassen und dann entsprechende Docker-Container darauf nutzen. Aber eben ab dritten Quartal wird es dann eben auch die Neuerung geben, dass dann so das sogenannte GPU-Pass-Through funktioniert. GPU-Pass-Through bedeutet, dass ich die GPU, also die Grafik, direkt in das Gastbetriebssystem durchreichen kann. Und ich kann dann zum Beispiel eben ein Windows-Betriebssystem als Gast auf dem Twinket BSD laufen lassen. Und dann habe ich sozusagen die gewohnte Windows-Umgebung und trotzdem darunter die Twinket BSD-Echtzeit. Und Ende des Jahres wollen wir das Ganze dann noch erweitern, um dann auch die kompakten, also die ARM-basierten Steuerungen auch mit Twinket BSD auszuliefern. Das ist dann aber ein Thema für die SPS-Messe. Und Sie merken das, schnell und kurz, das gibt es bei Beckhoff gar nicht, weil wir sprudeln von Ideen, von neuen Produkten. Und genauso ist es im IO-Bereich. Rüber zu Felix. Im IO-Bereich ist es die letzten, ich glaube, 27 Jahre wirklich richtig kräftig gesprudelt. Hinter uns sehen Sie die über 700 verschiedenen Busklemmen, die wir anbieten, um Signale einzufangen aus dem Feld oder sie eben auszusenden. Mit einer ganz besonderen Art und Weise der Signaleinsammlung, nämlich den analogen Signalen, möchte ich mich jetzt einmal hier mit Fabian auseinandersetzen. Fabian, du bist Experte für Leistungsmessung. Warum möchte man das machen und was braucht man dafür? Warum möchte man das machen? Energie ist super wichtig und wird auch immer teurer. Das verstehen auch unsere Kunden und auch deren Endbenutzer. Und deswegen ist das wichtig, dass die Maschine weiß, wie viel Energie sie verbraucht. Und das muss gemessen werden. Und wenn man das will, kann man unser Portfolio dafür verwenden. Da muss man einmal Strom, einmal Spannung anschließen. Und meistens ist es tatsächlich so, dass so eine Energie oder wenn man eine Maschine mehr Energie braucht als 5 Ampere, die dann aus so einem kleinen Kabel kommen, die hier reinpassen. Deswegen brauchen wir auch noch Stromwandler, weil mit denen zusammen kann man dann noch ganz viel Strom messen und ganz viel Leistung für eine Maschine zusammen brauen. Jetzt sind wir ja immer ehrgeizig als Automatisierer. Das heißt, sowas wollen wir eigentlich hier reinbauen. Ist uns das schon gelungen, Fabian? Natürlich. Schöne Frage. Ja, also ich hole ein bisschen aus. Also erstmal haben wir unsere verteilte Leistungsmesstechnik erstmal ersonnen, weil es meistens so ist, dass man mehr als einmal Strom und Spannung messen muss. Und wenn man das möchte, dann haben wir uns gedacht, ja, aber also eigentlich interessieren unsere Kunden ja nur die Leistung. Das heißt, die Spannung haben wir schon einmal im System gemessen. Ab dann haben wir die Information und dann können wir ja nur noch Strom messen und kriegen alles genauso hin. Und das haben wir hiermit hinbekommen. Und jetzt der Punkt: Wenn man es ganz optimal haben will, dann will man halt auch diesen Stromwandler weg haben, weil der ja zu viel Platz braucht. Und den haben wir jetzt viermal hier reingebaut,
Und naja, das ist schon in 12 mm ziemlich übersichtlich und ich glaube noch viel kleiner, das geht nicht mehr. Ja, also wieder weniger Hardware im Feld, alles integriert und natürlich auch wunderbar auszuwerten. Jetzt ist Strom, Leistung, natürlich will ich das wissen, das ist interessant für mich, um zu monitoren, was denn mit meiner Maschine so los ist, wie viel Energie sie verbraucht, aber kann ich damit nicht vielleicht auch noch ein paar andere Sachen machen? Auch das geht. Stromwandler, die bisher immer nur ein Kabel brauchten, messen Strom für eine Maschine. Wenn man aber mehr Kabel durchsteckt, wie zum Beispiel hier vorne, dann muss man einen ganz anderen Stromwandler verwenden. Das ist jetzt nicht ganz dasselbe, aber dieser Differenzstromwandler, der misst eben die Differenz der Ströme, die rein und die rausgehen. Und das ist ein ganz wichtiges Indikator, ein ganz wichtiger Indikator für die Isolation der Maschine. So eine Isolationsprüfung habe ich schon mal mitgemacht. Die hat relativ lange gedauert und da ging es nur um meine Schreibtischlampe. Ich glaube, so eine Schreibtischlampe ist aber deutlich einfacher zu prüfen als eine große Verpackungsmaschine, oder? Oh ja, ja, so eine Schreibtischlampe hat zwei Zustände, an und aus. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Maschine, eine Verpackungsmaschine, x Motoren hat, die hoch und runter laufen und so weiter, die haben ganz viele verschiedene Zustände. Und je nachdem, was für Motoren gerade hoch und runter laufen, ist es halt auch durchaus mal so, dass ein Differenzstrom durchaus okay ist, weil der einfach beim Hochlaufen zum Beispiel physikalisch bedingt entsteht. Und wenn das so ist, naja, dann muss man das halt wissen, dass dieser hier wunderbar gemessene Differenzstrom aber gerade gar keinen Fehler darstellt, sondern einfach nur aufgrund dieses Zustands der Maschine gerade ist. Und das funktioniert natürlich mit unserer PC-Based Control dann perfekt. Also der zentrale PC weiß, was die Anlage gerade macht und kann dementsprechend die richtige Statusmeldung rausgeben und weiß, ob die Isolationsfestigkeit gegeben ist. Exakt, so ist es. Hervorragend. Sie sehen, wir haben Experten für jedes Detail der I/O-Technik und wenn wir so ein großes Portfolio haben, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr ehrgeizig, diese ganzen verschiedenen Technologien, Produkte auch in anderen Produktbereichen zur Verfügung zu stellen. So ist das nämlich auch beim XTS. Das XTS ist ein intelligentes Transportsystem. Hier sieht man schon, wie sich eins bewegt. Und Thomas, ihr habt jetzt im XTS-Bereich ein bisschen Elektronik, eine Basiselektronik geschaffen, die eben das ermöglicht, unser I/O-Portfolio quasi in die Maschine hineinzubringen. Das stimmt im Endeffekt. Also vielleicht noch mal einen Satz davor. Wir haben eine neue Technologie entwickelt. Die haben wir zuletzt in SPS in Nürnberg digital vorgestellt. Das ist die NCT-Technologie. Und die ermöglicht es, dass wir auf dem Mover aktiv eine Energieversorgung zur Verfügung stellen können und eben auch eine Datenübertragung zwischen Mover und Steuerung bekommen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was bringt mir das Ganze? Und hierfür vielleicht einfach praktische Beispiele gepackt. Mit dem Mover konnten wir bislang rein passiv auf dem Weg fahren, auf dem Fahrweg fahren. Und hier ist es jetzt mit NCT möglich, dass wir auch aktiv wiegen können. Wir können was mit dem Mover greifen, wir können was drehen. Und das Ganze eben mit einer Spitzenleistung von bis zu 75 Watt und auch mit einer Dauerleistung von 35 Watt, um mal ein Gefühl zu kriegen, was denn überhaupt geht. Und auf dem Mover musst du als Kunde oder als Anwender auch nicht alles selber und neu machen, sondern du kannst eigentlich unseren bestehenden XTS-Baukasten nutzen. Das heißt, wir haben hier, das hast du ja vielleicht schon gesehen, ein Motormodul, sieht recht ähnlich aus wie das Standardmotormodul. Und eben eine Elektronik, die an den Mover geschraubt wird. Das ist zum Beispiel hier die NCT-Elektronik. Und das Ganze ist eben implementiert in unseren Standardbaukasten, sodass du eigentlich als Anwender gar nicht viel Neues machen musst. Du musst dir überlegen, was bringst du an den Mover, welche Sensorik, welche Aktorik. Und das war's eigentlich schon. Also Standard XTS-Baukasten um dieses Motormodul und diese Elektronik erweitert und jetzt die Möglichkeit, da ganz viele verschiedene Dinge eben auf dem XTS-Mover zu machen. Genau, und vielleicht noch eine Sache, die ist mir gerade unterlaufen, auch Standard-Software. Das heißt, keine aufwendige Programmierung, keine verschiedenen Systeme, sondern du nutzt einfach bei uns den Standard-Baukasten von TwinCAD und das war's. Und dann kannst du durchstarten. Ja, aber ihr seid schon mal durchgestartet. Wir sind durchgestartet, genau. Was kannst du uns hierzu erzählen? Ich sehe zwei Vakuumpumpen sind das, glaube ich, richtig? Genau, also wir haben einmal den kompakten Aufbau, den man hier nochmal schön sehen kann. Dann das Zweite, was wir sehen können, dass wir diese Vakuumpumpen auf dem Mover geschraubt haben. Standardtechnik, also jetzt nichts speziell Entwickeltes für Firma Beckhoff. Und man kann super sehen, das Zusammenspiel zwischen zwei Movern. Und das Ganze könnte man zum Beispiel dafür nutzen, dass man wie hier Folien stapeln kann, was man, der geschulte Nutzer wahrscheinlich sehen wird, zur Batteriezellenproduktion nutzen kann. Ja, aber natürlich auch für vieles mehr. Ja. Und da kann jetzt also jeder Kunde einfach
kreativ werden und sich überlegen, Mensch, was könnte ich denn mit ein bisschen Energie auf meinem Transportsystem noch so machen, richtig? Genau, und für die, die jetzt natürlich einen Technologievorteil noch nutzen wollen, die Aufforderung, bitte nutzen Sie die Chance, überlegen Sie sich, wie so eine innovative Technologie in Ihren Prozess passt, ja, und machen Sie sich Gedanken und ich hoffe, wir sprechen auf der Messe oder auch im Nachgang. Ja. Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort aus der technischen Ecke. Den organisatorischen Abschluss und den Hinweis auf den Rest der Woche, den macht Roland jetzt. Ja, und so schnell sind 27 Minuten vergangen. Bei Ihnen ist es jetzt kurz vor, ja, was ist es denn, 8.30 Uhr, kurz vor 9. In anderthalb Stunden geht es hier schon wieder weiter live. Ich hätte so unten stehen bleiben können. Also, wir hatten MX, unsere schaltschranklose Maschine, können wir da realisieren. Wir waren im Trinket-Bereich, wir hatten Embedded-PCs, wir sind in der I.O.-Welt, in der Leistungsmesstechnik gewesen, wir waren beim XDS jetzt am Ende. Also alles dabei und genauso geht es natürlich die nächsten Tage weiter, immer morgens 8.30 Uhr. Ihre Fragen, die beantworten wir heute jetzt im Nachgang, weil wir so ein bisschen zeitversetzt sind. Aber ich hoffe wirklich, dass Sie Lust haben, um 10.25 Uhr nochmal einzustanden, oder? Jetzt kannst du auch wieder hochkommen. Jetzt komme ich auch nochmal hoch. Ja, für den Bundeskanzler kann man das machen. Ja. Hier werden morgen um 10.25 Uhr ganz viele Journalisten aus der Lokalpresse in Ostwestfalen, aber auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen und versuchen, ein Foto zu erhaschen. Wir hoffen, dass sie auch einschalten und sich das gemeinsam mit uns angucken. Wir sind sehr, sehr gespannt, was denn der Besuch mit dem Bundeskanzler morgen bringen wird. Und da merkst du schon, wieder passiert nicht morgen, sondern jetzt gleich. Jetzt gleich, genau. So, unser Team hier ist fertig für heute. Ihr könnt gleich ins Hotelbett. Ist ja eigentlich noch Sonntag. Und ich freue mich, dass es gleich weitergeht. Dankeschön, bis bald.